Haupttribüne im Stadion Zoo in neuem Glanz. 1924 erbaut, fast 70 Jahre später restauriert. Dahinter wurde eine neue Sitztribüne für 5000 Zuschauer errichtet. Gesamtkosten fast unglaubliche 32 Millionen Mark, aufgebracht von Stadt und Land NRW. Ums Geld geht's auch beim WSV. Die Werbeaufschrift des Sponsors war überklebt, weil der laut Präsident Runge Zahlungen von 380.000 Mark nicht fristgerecht erbracht hatte. Die Freude an der neuen Tribüne aber sollte das nicht trüben. Und damit die 8000 im Stadion in Stimmung kamen, legte der WSV gleich los mit Jörn Schwinkendorf. Simon und Wruck uneins, Günter Breitzke unverhofft frei, aber Peter Eich war da. Das war lange Zeit alles vom WSV. Homburg kam nun besser ins Spiel und zu Chancen. Linke von Cincik bedrängt. Schiedsrichter Weise pfeift Strafstoß, gibt ihm obendrein, dem Wuppertaler, die gelbe Karte. Der Sechser ist vor mir, hebt die Arme, bei dem lässt sich fallen. Schiri pfeift eine Elfer. Martial gegen Jörg Albrecht, der hatte zuletzt einen Strafstoß gehalten. Diesmal nicht, 0:1, 33. Minute, der 7. Saisontreffer von Martial. Der WSV ohne den gelb-rot gesperrten Stracker in der Abwehr verunsichert. Uwe Freiler, zu schön, um drin zu sein. Uwe Klimaszewski haderte zurecht mit den Seinen. Zweiter Durchgang, der WSV mit Nawu als dritter Spitze und mehr Druck. Knut Hartwig, abgefälschter Schuss, 70. Minute, der WSV vor dem Ausgleich, obwohl er immer noch nicht überzeugend spielte. 30 Sekunden später, der Abschlag von Albrecht. Wruck zu kurz. Und dann kommt Günter Breitzke, überragend am heutigen Abend. 16 Meter. 1:1 in der 71. Spielminute. Längst verdient der Ausgleich, obwohl das Spiel alles andere als klasse war. Weiter ging's mit dem WSV. Von hinten Thorsten Schmugge. Peter Eich, heute der Beste im Homburger Trikot. Lange hatten sie sich versteckt, die Saarländer, in dieser zweiten Halbzeit. Aber dann kamen sie noch mal. Eine Minute vor Schluss, Freiler. Gestoppt von Albrecht, der Nachschuss von Linke drüber. 1:1 auf der neuen Tribüne quittierten sie es mit Pfiffen. Jedes Mal, wenn hier irgendeine, die andere Mannschaft ein Tor schaut, ist hier irgendwie Theater. Das ist mir schon ein bisschen eigenartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben wieder einen einfachen Fehler hingehabt. Bruck hat den Ball nur so weggeschlagen, ungefähr 2,50 Meter, wie so ein Knabenspieler. Da haben wir das Gegentor gekriegt. Ich glaube, wir hätten hier beide Punkte heute mitnehmen können. Wir stehen ziemlich hoch und wir wollen uns auch nicht unterbuttern lassen. Wir werden versuchen, so lange wie möglich da oben dabei zu bleiben. Es hätte ein Feuerwerk werden sollen heute Abend in Wuppertal, aber es war nur eine durchschnittliche Zweitligapartie. Haben Sie 11 Minuten.